Herzlich willkommen zu diesem Video zur Regressionsvoraussetzung bei multipler Imputation. Wenn Sie fehlende Daten haben und eine lineare Regression durchführen wollen, dann ist das aktuell wohl am ehesten empfohlene Verfahren die multiple Imputation, um damit fehlende Werte zu ersetzen. Allerdings stellt sich dann die Frage, wie geht man mit der Regressionsvoraussetzung um? Denn eine Regression hat Voraussetzungen und nur wenn die erfüllt sind, darf man die Ergebnisse interpretieren. Und das gilt auch, wenn man fehlende Daten vorher ersetzt hat. Auch dann muss man die Regressionsvoraussetzungen prüfen. Die Kernfrage dabei ist, mit welchen Daten macht man das? Mit den ursprünglichen Daten, mit den importierten Daten, mit wie viel importierten Daten? Darauf wird Ihnen dieses Video eine Antwort geben. Ergänzend zum Video gibt es auch eine englischsprachige Textversion. Der Link ist in der Beschreibung zum Video. Da finden Sie auch diverse Literaturquellen, auf die ich mich bei diesem Video gestützt habe. Kurze Wiederholung zur multiplen Imputation. Wir haben unsere Daten, und zwar teilweise unvollständig, weil deswegen wenden wir ja die Imputation an. Im ersten Schritt werden dann aus den Daten diverse vollständige Datensätze geschätzt. Auf die Details des Imputationsverfahrens gehe ich jetzt hier nicht ein. Das ist für unsere Fragestellung auch gar nicht so relevant. Entscheidend ist, es gibt eine Reihe von importierten Datensätzen, die sich zufällig voneinander unterscheiden. Im zweiten Schritt wird dann die Regression durchgeführt für all diese importierten Datensätze. Und da die sich unterscheiden, werden sich auch die Ergebnisse der verschiedenen Regressionen unterscheiden. Und im dritten Schritt, dem Pooling, werden die verschiedenen Regressionsergebnisse zu einem Ergebnis zusammengefasst, sodass man für jeden Parameter dann eine gemeinsame Schätzung hat und einen Standardfehler und einen p-Wert. Für die Frage, mit welchen Daten wir jetzt die Voraussetzung dieser Regressionen prüfen, kommt es unter anderem darauf an, welche Art von fehlenden Daten vorliegt. In der Literatur werden da drei Mechanismen unterschieden. Der erste, MCAR, Missing Completely at Random. Der zweite, Missing at Random. Und der dritte, Missing Not at Random. Für den dritten gibt es manchmal auch die umgekehrte Abkürzung NMAR. Wenn Sie eine multiple Imputation durchführen wollen, sind Ihnen vermutlich diese drei Mechanismen schon etwas geläufig. Wenn nicht, ich habe in der Beschreibung zum Video mehrere andere Videos verlinkt, die diese drei Mechanismen beschreiben. Da können Sie dann gegebenenfalls nachsehen. Das Entscheidende ist, in Abhängigkeit von dem Mechanismus der fehlenden Daten ändert sich unter Umständen auch die Entscheidung, welche Daten man hinsichtlich der Regressionsvoraussetzung prüfen muss. Fangen wir an mit MK, Missing Completely at Random. Dieser Mechanismus bedeutet, dass dann die Fälle mit vollständigen Daten im Grunde eine Zufallsstichprobe der gesamten Daten, also eines fiktiven, kompletten Datensatzes, dem es gar keine fehlenden Werte gibt, ist. Das hat für die Voraussetzungsprüfung eine sehr angenehme Konsequenz. Wir können uns dann beim Test der Voraussetzungen auf die vollständigen Daten beschränken, also einen fallweisen Ausschluss oder list-wise deletion anwenden, eben gerade weil diese Teilstichprobe der vollständigen Fälle repräsentativ für die gesamte Stichprobe ist. Das heißt, wir führen die Regression mit fallweisem Ausschluss durch, also nur die vollständigen Daten. Und dann können wir uns zum Beispiel die Residuen aus dieser Regression der vollständigen Fälle ansehen und da die Voraussetzung prüfen. Also zum Beispiel Histogramm oder Shapiro-Wilk-Test für die Normalverteilung, Streudiagramme für Linearität und so weiter. Wenn wir den fehlenden Wertemechanismus MAR, also Missing at Random, haben, dann sind die Fälle mit vollständigen Daten keine Zufallsstichprobe der gesamten Daten. Das hat die Konsequenz, dass wenn wir jetzt nur die vollständigen Werte analysieren, riskieren wir ein verzerrtes Ergebnis, was die Voraussetzung angeht. Das kann in beide Richtungen verzerrt sein. Es kann sein, dass bei Analyse der vollständigen Daten es so aussieht, als wenn die Voraussetzungen gegeben sind, aber tatsächlich sind sie gar nicht gegeben. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass es bei den vollständigen Daten aussieht, als wenn die Voraussetzungen nicht gegeben wären, aber tatsächlich sind sie gegeben. In diesem Fall müssen wir also wirklich die importierten Datensätze heranziehen, also die vervollständigten Datensätze, um dort die Voraussetzungen zu prüfen. Das führt aber natürlich zur Schlüsselfrage, welche, bzw. wie viele denn? Als die multiple Imputation eingeführt wurde, war in der Anfangszeit Konsens, dass man so um die 5 Imputationsdatensätze braucht, um eine realistische Schätzung zu erreichen. Inzwischen ist es so, dass die Empfehlung ist, dass man deutlich mehr Imputationsdatensätze erzeugt, weniger, um präzisere Schätzungen zu erreichen. Dafür reichen die 5 tatsächlich, sondern in erster Linie, um geringere Standardfehler und damit eine höhere Teststärke zu bekommen. Denn der Standardfehler und damit die Teststärke hängen bei der multiplen Imputation auch von der Anzahl der imputierten Datensätze ab.
bei den heutigen Empfehlungen so zwischen 20 und 100 imputierte Datensätze zu verwenden, wäre es natürlich sehr aufwendig, im Extremfall 100 Mal jetzt die Normalverteilung zu prüfen. Also, wie viele der Imputationsdatensätze betrachten wir für den Voraussetzungstest? Einer kann zu wenig sein. Durch die Zufallskomponente bei der Imputation könnte es sein, dass der nicht wirklich repräsentativ ist. Meine Empfehlung ist, 5 imputierte Datensätze zu nehmen. Eben gerade auf der Basis dieser ursprünglichen Forschung, die da besagte, dass man eigentlich mit 5 Datensätzen schon eine relativ gute Schätzung erzielen kann. Rein praktisch also, Sie wählen 5 der imputierten Datensätze zufällig aus, sei es per Zufallsgenerator oder sei es, dass Sie sich vorab schon festlegen, welche Sie nehmen werden. Beispiel, Sie fordern 20 Imputationen an. Da können Sie sich vorab festlegen, dass Sie die Imputationen Nummer 4, 8, 12, 16 und 20 nachher verwenden, um die Voraussetzungen zu prüfen. Dort prüfen Sie dann die Voraussetzungen. Das heißt, Sie gucken sich 5 Histogramme an für die Normalverteilung oder 5 Shapiro-Wilk-Tests und so weiter und entscheiden auf der Basis, ob die Regressionsannahmen erfüllt sind. Der dritte Fall, Missing Not at Random. In diesem Fall ist grundsätzlich fast jedes Verfahren für fehlende Werte einschließlich der multiplen Imputation hochproblematisch. Das heißt, hier können Sie sich auch bei prüfender Voraussetzung nicht darauf verlassen, dass Ihre Regressionsergebnisse wirklich stimmen. Damit bin ich am Ende dieses Überblicks zum Thema, mit welchen Daten man die Regressionsvoraussetzung prüfen kann, wenn man eine multiple Imputation durchführt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche unter dem Video. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Auswertungen.